Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zur Bekämpfung des Terrorismus hat der Bundestag in Bonn vor einer guten Stunde das Gesetz zur Kontaktsperre verabschiedet. Die Vorlage, die gestern zum ersten Mal im Parlament behandelt wurde, soll bereits morgen dem Bundesrat passieren und schon am Samstag in Kraft treten. Mit dem Gesetz sollen jegliche Kontakte von Häftlingen der Terrorszene untereinander und zur Außenwelt unterbrochen werden. Der Bundesjustizminister oder eine Landesregierung kann diese Sperre aussprechen, wenn konkrete Gefahr vorliegt, wie zum Beispiel beim gegenwärtigen Entführungsfall Schleyer. Eine solche Entscheidung muss aber innerhalb von 2 Wochen gerichtlich bestätigt werden. Gegenwärtig würden etwa 90 Häftlinge von der Kontaktsperre betroffen. Alle Fraktionen des Bundestages hatten diesen Gesetzentwurf eingebracht, doch zeigte die namentliche Abstimmung heute Abend keine völlige Übereinstimmung. 4 Parlamentarier der SPD stimmten dagegen und 17 Abgeordnete von SPD und FDP enthielten sich der Stimme. Bei einer vorangegangenen Abstimmung über einen Änderungsantrag der FDP hatten 46 Politiker gefordert, dass für die Dauer der Kontaktsperre Häftlinge auf Antrag einen Pflichtverteidiger erhalten. Die große Mehrheit des Parlaments war dagegen. Die Ablehnung des gesamten Gesetzentwurfs hatte der hessische SPD-Abgeordnete Koppik erläutert. Er stieß damit auf die Kritik aller 3 Fraktionsvorsitzenden. Hier zunächst Koppik, nach dessen Ansicht der Kampf gegen Terror nicht mit Sondergesetzen gewonnen werden könne. Wenn es überhaupt noch eine Chance gibt, diesen furchtbaren Kreislauf von Terror, Angst, Repression, Abbau von Freiheitsrechten und neuem Terror zu unterbrechen, dann nur dadurch, wenn möglichst viele aufstehen und laut und kompromisslos sagen, Nein zu Terror und Gewalt und Nein zum Abbau der Freiheitsrechte und des Rechtsstaates. Und deshalb appelliere ich jetzt von dieser Stelle an alle Gewerkschaften, Hochschullehrer, Schriftsteller, Journalisten, vertreten Sie offensiv diese Position, so schwer das auch sein mag. Lassen Sie sich weder durch eine Pogromstimmung noch durch disziplinarische oder sonstige Drohungen davon abbringen. Genau, lassen Sie sich nicht durch diese Stimmung davon abbringen, für Vernunft und Menschlichkeit zu kämpfen. Sie sind nicht allein. Es lohnt sich nicht, auf die Details mancher Rede, die heute hier gehalten wurde, einzugehen. Aber es ist für einen freiheitlich gesonnenen Bürger dieses Landes unerträglich, im Zusammenhang mit dieser Gesetzgebung von Pogromstimmung in der Bundesrepublik zu sprechen. Und es ist unerträglich, sich hier anhören zu müssen, dass ein Nein zu dieser Vorlage, vorgelegt von 3 demokratischen Fraktionen dieses Bundestags, ein Ja zur Freiheit ist. Was ist das für ein Freiheitsbegriff, der hier spricht? Ich teile Ihre Meinung, dass wir hier keine Pogromstimmung verbreiten. Ich teile Ihre Meinung, dass Handeln des Rechtsstaates nicht bedeutet, dass man denen verfällt, die hier in der Öffentlichkeit mehr fordern, als der Rechtsstaat vertreten kann. Das werden wir gemeinsam abzuwehren wissen. Bitte aber gleichzeitig auch allen denen, die vielleicht in dem einen oder anderen Punkt einen Weg gehen wollen, den die überwältigende Mehrheit nicht für richtig hält, nicht den guten Willen abzusprechen. Wir haben nichts zu verduschen. Und es wird noch die Zeit kommen, meine verehrten Herren innenpolitischen Gegner, da werden Sie auch vergeblich versuchen, etwas zu vertuschen. Wir jedenfalls ringen hier miteinander und die große Mehrheit der Fraktion weiß, was sie der Bundesrepublik Deutschland, unserem Gemeinwesen, schuld ist. Unabhängig vom Gesetz zur Kontaktsperre hat die CDU-CSU-Opposition heute noch zusätzliche Vorschläge zur Bekämpfung des Terrorismus unterbreitet. Die Union spricht von einem 2. Gesetzentwurf zur inneren Sicherheit, da sie im vergangenen April schon einmal eine umfangreiche Vorlage eingebracht hat. Das neue Antiterrorpaket läuft auf 10 Gesetzesänderungen hinaus. Unter anderem drängt die Opposition darauf, einen Kronzeugen einzuführen, Zwangsernährung von Häftlingen abzuschaffen und wichtige Terroristenprozesse direkt dem Bundesgerichtshof zu übergeben, wo keine Revision mehr möglich ist.
Außerdem will die CDU/CSU, dass jeder Vermieter seinen Mieter polizeilich meldet und sich Hotelgäste wieder mit Personalpapieren ausweisen. Im Entführungsfall Schleyer ist die Bundesregierung nach Berichten aus Bonn nicht bereit, über die Öffentlichkeit mit den Terroristen Kontakt aufzunehmen. Sie möchte vermeiden, dass sich die Sicherheitsorgane mit etwaigen Falschinformationen herumschlagen müssen. Die gemeinsame Grundhaltung beim Kampf gegen den Terrorismus hat heute auch der französische Sozialistenführer Mitterrand in Bonn bei Gesprächen mit dem SPD-Vorsitzenden Brandt, Bundeskanzler Schmidt und dem stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Koschnick unterstrichen. Der Besuch Mitterrands beim deutschen Bundeskanzler war schon im Voraus vom kommunistischen Volksfrontpartner in Paris kritisiert worden. Der Sozialistenführer antwortete kurz angebunden, die sozialistische Partei reise, wohin sie wolle, und die kommunistische Kritik zeige, dass nicht jedermann das Recht haben sollte, Reisepässe auszustellen. 2 Stunden war Mitterrand beim Bundeskanzler, nachdem er zuvor mit der SPD-Parteispitze konferiert hatte. Der Zustand des französischen Volksfrontbündnisses, Wirtschaftsfragen und das Thema Terrorismus kamen zur Sprache. Auf einer abschließenden Pressekonferenz erklärte Mitterrand dazu, der Eindruck, die französische Öffentlichkeit stehe der Terrorismusbekämpfung durch die Bundesregierung kritisch gegenüber, sei völlig falsch. Er erklärte sich ausdrücklich solidarisch mit dem deutschen Volk und der Bundesregierung. Weil es sich beim Terrorismus nicht um eine deutsche Angelegenheit handle, sondern um eine allgemeine Herausforderung an unsere Kultur. Der Terrorismus müsse im Rahmen des internationalen Rechts mit der nötigen Festigkeit bekämpft werden. Im Geiseldrama von Dhaka bahnt sich eine entscheidende Phase an. Die japanische Regierung will die Forderungen der Flugzeugentführer offenbar erfüllen und im Austausch gegen die über 150 Geiseln 9 inhaftierte Terroristen freilassen sowie 14 Millionen Mark Lösegeld zahlen. Das dürfte allerdings nicht vor morgen früh möglich sein. Nach der Zusage der Regierung in Tokio, auf die Forderung der Luftpiraten einzugehen, durften heute 5 Geiseln die DC-8 verlassen. Sie berichteten, dass nach der Kaperung der Maschine alle Passagiere die Hände über dem Kopf verschränken mussten. Die Entführer hätten sie angeschrien und ständig gedroht, dass sie schießen würden. Zu den Freigelassenen gehört auch die amerikanische Filmschauspielerin Carol Wells, die ein Kind erwartet. Die Luftpiraten warnten uns, sie anzugucken, erzählte sie Reportern. Darum hielten wir unsere Köpfe gesenkt. Vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York hat Bundesaußenminister Genscher heute eine Welt der Partnerschaft und Gleichberechtigung gefordert. Alle Nationen droht nach den Worten Genschers der gemeinsame Niedergang, wenn umfassende Zusammenarbeit und Gerechtigkeit nicht erreicht würden. Voraussetzung dafür sei die Entspannung und Symbol und Gradmesser der Bereitschaft zur Entspannung, so sagte Genscher, bleibe Berlin. Der dritten Welt signalisierte der Außenminister eine offene und bessere Zusammenarbeit. Allerdings dürften die Bemühungen um einen Ausgleich zwischen armen und reichen Staaten dem Wachstum der Industrienationen nicht schaden, aus New York berichtet Rudolf Rohlinger. Den Nahostkonflikt hat Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher heute Abend vor dem UN-Plenum als erstes der 3 großen Themen dieser Sitzungsperiode ganz bewusst, konkret und energisch angesprochen. Eine gerechte und dauerhafte Friedensregelung muss von den Sicherheitsratsresolutionen 242 und 338 ausgehend die folgenden Grundsätze verwirklichen. Sie muss das Prinzip der Unzulässigkeit des Gebietserwerbs durch Gewalt verwirklichen. Sie muss das Recht aller Staaten der Region, das heißt auch das Recht Israels, achten, innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen in Frieden zu leben. Sie muss die territoriale Besetzung beenden, die Israel seit 1967 aufrechterhält. Sie muss die legitimen Rechte der Palästinenser berücksichtigen. Im Verständnis der Bundesrepublik Deutschland gehört zu den legitimen Rechten des palästinensischen Volkes das Recht auf Selbstbestimmung und auf effektiven Ausdruck seiner nationalen Identität. Eine Lösung muss deshalb der Notwendigkeit eines Heimatlandes für das palästinensische Volk Rechnung tragen. Minister Genscher fügte wenig später noch einmal zu, dass er ganz offiziell die Gründung israelischer Siedlungen in den besetzten arabischen Gebieten verurteile. Im Plenum, das sich gewöhnt hat, auf Beifall und Missmutsäußerungen immer zu verzichten, fiel auf, dass Genscher mehrfach Selbstbestimmung für alle Staaten der Welt, aber ganz besonders auch für die Deutschen in Anspruch nahm. Wir wollen, sagte er wörtlich, die Selbstbestimmung für die unteilbare deutsche Nation.
Im Wettbewerb mit den großen Konzernen sollten nach Ansicht aller Fraktionen in Bonn die Chancen der fast 2 Millionen kleinen und mittleren Unternehmen verbessert werden. In der heutigen Bundestagsdebatte lehnte die SPD-FDP-Regierungskoalition jedoch den Plan der Opposition ab, für den Mittelstand ein eigenes Bundesgesetz zu schaffen. Innerhalb der Marktwirtschaft dürften nicht speziell für einen Zweig Schutzzäune errichtet werden. Für den Ausbau der Kohle- und Kernkraftwerke in der Bundesrepublik demonstrierten heute in Bonn etwa 15.000 Menschen. Die Aktionsgemeinschaft der Bürgerinitiativen für Energiesicherung und Kerntechnik hatte vor allem Belegschaftsmitglieder von Firmen auf die Beine gebracht, die in kerntechnischen Betrieben und in der Elektrizitätswirtschaft arbeiten. Die Demonstranten wollten ihre Kundgebung als Gegendemonstration zu den Anti-Atom-Protesten in Kalkar vom vergangenen Wochenende verstanden wissen. Gegen eine Gruppe junger Leutnants der Bundeswehrhochschule in München ist wegen neonazistischer und antisemitischer Äußerungen ein Untersuchungsverfahren eingeleitet worden. Nach einem ersten Bericht der Hochschulleitung sollen die Offiziere auf einem Kameradschaftsabend Mitte Februar in alkoholisiertem Zustand Nazi-Lieder gesungen, Sieg Heil gerufen und Papier verbrannt haben. Dies, so heißt es in dem Bericht, sei von einigen Teilnehmern als symbolische Judenverbrennung bezeichnet worden. Bundesverteidigungsminister Leber, der von den Vorgängen erst heute aus der Presse erfuhr, missbilligte das Verhalten der Leutnants. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Schöffberger hat eine Anfrage an die Regierung gerichtet. Bundesverteidigungsminister Leber war heute bei sich selbst zu Gast. Auf der Waffenschau der Streitkräfte, die unter dem Motto Bundeswehr 77 in Porzwan gezeigt wird. Luftwaffe, Heer und Marine sind mit ihren neuesten Waffensystemen vertreten. Die Marine tat sich allerdings etwas schwer, denn die Schiffe der Flotte lassen sich nur schwer ins Binnenland verfrachten. In Bahn rechtfertigte der Verteidigungsminister die Ausstellung so. Wer die Bundeswehr für wichtig hielt und wer dafür seine Steuern bezahlt, der sollte auch anschaulich und begreifbar sehen können, was der Staat mit dem Geld des Bürgers schafft. Und der Minister weiter. Es soll öffentlich Rechenschaft gegeben werden, mit welchen Mitteln und auf welche Weise unser Land im kommenden Jahrzehnt verteidigungsfähig gehalten wird. Vom sowjetischen Raumfahrtzentrum Baikonur ist heute eine neue unbemannte Raumstation Salyut 6 in eine Erdumlaufbahn geschossen worden. Nach einer Meldung der Nachrichtenagentur TASS umkreist Salyut 6 die Erde in einer Entfernung zwischen 219 und 275 Kilometern. Und zwar alle 1,5 Stunden einmal. Da die bisherigen Salyut-Stationen als Laboratorien ausgerüstet waren, wird damit gerechnet, dass schon bald ein bemanntes Raumschiff folgen wird. So schwer wie nie geht Muhammad Ali heute Nacht im Madison Square Garden in New York in den wohl härtesten Kampf seiner Laufbahn. 102 Kilo brachte er gestern auf die Waage. Der Herausforderer Ernie Shavers steigt nicht nur 6 Kilo leichter, sondern nach Expertenmeinung auch besser vorbereitet in den Ring. Der Kampf wird von der ARD morgen früh ab 3 Uhr übertragen. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 30. September. Zwischen sehr tiefem Luftdruck im hohen Norden und einer von den Azoren bis nach Südrussland reichenden Hochdruckzone ziehen mit einer kräftigen westlichen Störung Tiefausläufer rasch nach Osten. Sie beeinflussen morgen das Wetter etwa bis zum Nordrand der deutschen Mittelgebirge, während nach Süden hin Hochdruckeinfluss überwiegt. Die Vorhersage für morgen. Im nördlichen Deutschland wechselnde, vielfach starke Bewölkung und mitunter zum Teil schauerartiger Regen. Sonst nach Auflösung von Frühnebelfeldern wolkig mit Aufheiterungen und im Allgemeinen niederschlagsfrei. Im Norden Tiefstemperaturen 8 bis 12, Tageshöchsttemperaturen 14 bis 17 Grad. Sonst Tiefstemperaturen zwischen 5 und 10, Höchstwerte 16 bis 21 Grad. Im Norden mäßiger bis frischer, im Küstengebiet in Böen auch starker, im Süden schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West.